So, was stellen wir denn mit unserer frisch gewonnenen Freiheit jetzt an? Also wir haben jede Menge Dukaten. Wie viel haben wir davon jetzt noch über? 238. So, bevor wir jetzt raus in die Wildnis ziehen, sollten wir dafür sorgen, dass jeder Schuhwerk hat, eine Decke, einen Schlafsack, einen Wasserbeutel. Und das sollte erstmal reichen. Schuhe müsste aber eigentlich jeder anhaben. Ja, Schuhe sind okay. Ein paar Stiefel haben wir noch extra. So. Also unten rechts im Inventar muss jetzt jeder haben. Wasserschlauch, Decke, Schlafsack. Fehlt schon mal hier. Zweimal jeweils, das macht doch Sinn. Und ihm fehlt eine Decke. Okay. Gemischtwarenhändler. Wir hätten gerne. Doch so viel im Angebot. Aber schon mal zwei Decken. Das ist ein guter Anfang. Feilschen, Quendlen, endlich wieder gute Rabatte. Entschuldigung, Tirik, aber bei dir waren es meist nur so 4-5%. Da ist Quendlens Augenzwinkern doch ein wenig mehr wert. Außerdem könnten wir jetzt auch wieder Taschendiebstahl betreiben. Was wir aber gar nicht wirklich müssen. Was die Kräuter angeht, könnten wir vielleicht auch noch was gebrauchen. Also erstmal sollten die wieder alle zu Jallen. Auch die hier. Damit im Krankheitsfall sie schon alle Kräuter parat hat und nicht da großartig rumsortiert werden muss. Das mache ich lieber jetzt einmal und dafür dann später nicht immer wieder. Jo, alle rüber. Die Schurinenknolle kann verkauft werden eigentlich. Die ist hier nur für das Gift da. So, war das alles an Kräutern? Nee. Dornfstengel. Tarnelen. Und ein Ilmenblatt. So. Guti, dann schauen wir mal weiter. Auch wenn wir nicht unbedingt allzu viel hier einkaufen sollen. Es ist immer noch im Kriegszustand, also die Preise werden übelst sein. Die Waffenhändler können wir uns sparen. Dafür schauen wir nach Tiefhusen. Da ist noch ein normaler Händler. Gehen wir mal hier runter, über die Brücke rüber. Wir zahlen ein Silberstück. Und laufen dann schnurstracks weiter zu Händler Jandor. Hier. So, wir hätten gerne Schlafsäcke. Auweia. Ich denke, wir werden hier nicht das finden, was wir brauchen. Welche Jahreszeit haben wir denn? Wir haben den tiefsten Winter. Das ist nicht gut. Die Decke kannst du schon mal dahin tun. Und die Decke dahin. Haben sie wenigstens etwas, um sich zuzudecken? Mäntel haben auch nicht mehr alle. Von Rüstung kannst du schweigen. Aber wir haben ein paar Pfeile, das ist gut. Essen ist auch ein wenig knapp. Haben wir nur drei Rationen. Die können wir gleich an Mürrim geben. So. Und dann verabschieden wir uns am besten aus Lovang. Das hat ja keinen Zweck, hier die Händler abzukleppern. Die haben alle ja nur Stücke Kohle und ein paar Seile dabei. Das bringt nichts. Also, auf zu Ordensburg. Schon mal Mürrim in die vorderste Reihe stellen, damit sie gleich in der Wildnis uns besser führen kann. Und draußen, Routenplanung. Ich wollte jetzt eigentlich nach Tiefhusen. Das ist ja eine schön große Stadt. Da müssten wir aber eigentlich durch den Sumpf durch. Da bin ich aber nicht wirklich motiviert zu. Ich will sowohl Lovang als auch den Sumpf weit hinter uns lassen. Das heißt, wir machen jetzt hier einen großen Weg außenrum. Dann müssten wir theoretisch da auch ankommen. Ja, gleich weiterplanen. Weiterplanen. Oh. Ich hätte schwören können, wir hätten hier irgendwo abbiegen können. Gucken wir mal, wo die Straßen jetzt hier hinführen. Weiter. Ah, so kommen wir auch dahin. Okay, das wird zwar eine ganze Ecke dauern. Ich denke so anderthalb Wochen bis 2 Wochen. Ja, vielleicht ein bisschen weniger. Warte mal, das war jetzt zu viel. Dahin. So, das ist jetzt unsere Route. Und das dauert zwar halt recht lange, aber dadurch haben erstmal unsere Helden die Chance, sich ein wenig auszutauschen.
wir haben uns ja doch sehr, 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 sehr lange nicht gesehen. Und so erzählen halt unsere vier Helden den anderen beiden, was sie so im Sumpf erlebt haben und durchmachen mussten. Und die anderen beiden erzählen davon, wie sie im Gefängnis geschmort haben. Oder in irgendwelchen Kämmerlein unter Hausarrest. Und wir sollten noch die Aufgaben neu verteilen. Gerugon, Tirik, Gwendolyn halten bitte Wache. Mürrim, Jalen ist da verhungern. Mürrim findet Wasser, kann aber keine Tiere erlegen. Das ist nicht gut. Also nicht noch irgendjemand was zu essen? Hab ja gerade ein Ausrufezeichen gesehen. Bist du krank immer noch? Ach, du musst dich wahrscheinlich noch erholen von deiner Krankheit. Ja, okay. Und Kräuter suchen macht bitte Talana 4 Stunden. So. Schlafen. Tirik erholt sich ein wenig, sehr gut. Die nächtliche Regeneration ist nicht besonders gut. Oh, eine Herberge. Sehr schön. Das passt doch perfekt. Wir hätten gerne ganz, ganz viele Teller essen. Für 2 Dukaten. Aber na gut. Nicht gerade ein Festmahl, aber gute Hausmannskost. Und wenn man Hunger hat, beziehungsweise hungert, dann schmeckt doch alles gleich viel besser. Das werden unsere Helden jetzt ja auch gerade festgestellt haben. Und dann schlafen wir auch gleich nochmal ordentlich. In einem Einzelzimmer für eine Nacht. Und Talana kann auch ein wenig meditieren vorher. So. Tirik kann sich jetzt noch besser erholen. Keiner friert, weil er keinen Schlafsack hat. Sehr schön. Und Jalen kann nochmal Talana ein wenig verarzten. Wunden heilen, Talana. 13 Lebenspunkte, sehr schön. Ach ja, schön wieder einen richtigen Heiler zu haben. Wir würden gerne weiterreisen. Wir haben auch einen sehr, sehr langen Marsch vor uns. Aber ich werde trotzdem nicht die Helden bis in die späte Nacht laufen lassen. Die haben sich jetzt verdient, einigermaßen entspannt zu reisen. Und wir haben was zu essen gefunden. Sehr schön. Keine Kräuter, Tirik erholt sich weiter. Und ein Überfall. Jo, ein Überfall. Gucken wir mal. Waldlöwen. Ja, das dürfte kein Problem sein. Du läufst einfach weg. Sicher. Du schießt auf den. Und Jalen hat keinen Bogen, fällt mir gerade auf. Das heißt, du bleibst einfach erstmal hier stehen. Du hast auch keine Waffe in der Hand. Was nicht gerade praktisch ist. Oder hatten wir einen Knüppel gegeben? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Können wir gleich mal gucken. Aber er hier kann was machen. Du rettest bitte Gwendolyn. Und stoßt unterwegs mal Tirik an, dass der auch mal wach wird. Oh, sehr schön. Sichern. Du haust den. Na also, alte Schnarchnase. Du stellst dich bitte da hin. Obwohl, nee, du stellst dich besser dahin. Damit Mürrim weiter schießen kann. Du, Angriff mit bloßen Fäusten? Nee. Waffe wechseln? Ach, sie hat schon einen Dolch in der Hand. Sehr gut. Dann greif doch mit dem Dolch bitte mal an. Auch wenn es nicht viel bringt, ist es doch immerhin eine Ablenkung. Genauso wie Jalen auch mit den bloßen Fäusten und Füßen mal ein bisschen dazutreten kann. Zack. Jetzt muss sie nur einen Schritt zurück machen. Aber das passt schon. So, du sicherst. Und du haust rauf da. Na, ich hab dir irgendwie Schwächeerinnerung gehabt. Aber na gut. Hinkriegen werden wir es auf jeden Fall, ja? Aber allzu viele Wunden davon tragen wollte ich eigentlich nicht. Denn es gibt hier doch schon gefährlichere Sachen als Löwen im Wald. Wollte gerade sagen, Ork-Patrouillen, Diebe und dergleichen. Aber 4 Löwen wird doch langsam gefährlich. Na also, 3 Löwen. So, du bleibst erstmal da stehen. Und du guckst mal, ob ein Horifobus bei den Tieren auch funktioniert.
Sorry, Vorbusch. Ja, funktioniert auch bei Tieren. Sehr schön. So, du schießt auf den. Dann haut Tirik noch einmal ordentlich zu. Und dann müsste auch der Löwe Geschichte sein. Du, rauf da. Und Tirik. Ah, also, sehr schön. Der Löwe da unten kann ignoriert werden. Du machst trotzdem mal Platz. Du haust dich nicht selber, du machst einen Schritt vor und haust an den Löwen. So, du hältst dich mal zurück. Du kannst da ruhig ran und mithelfen. Und Tirik sprintet dann auch gleich dahin. Warum werden wir ein wenig umpositionieren müssen? Geht's von hier aus? Jupp. Der ist weg, sehr schön. Kommt Tirik ran? Oh, fast. Nächste Runde. Du greifst den an. Aber es ist wirklich schön, wieder die ganze Gruppe zu haben. Allein schon jetzt bei den Kämpfen haben wir viel mehr Möglichkeiten. Okay, momentan machten halt echt nur Tirik und Gerugon das meiste. Aber trotzdem. Wenigstens ein wenig Ablenkung ist da. Wir haben mehr Ziele für die Gegner, dass der Schaden nicht so auf ein, zwei Charaktere fokussiert wird. Und die halten echt ganz viel aus. Sichern. Und dann hoffen wir mal, dass wir gleich in Tiefhusen auch ordentliche Ausrüstung bekommen. Weil ich weiß nicht, wie das da mit den Waffenhändlern war. Also es dürfte auf jeden Fall besser sein als in jedem anderen Kaff hier in der Ecke. Aber gerade was Waffenhändler angeht, haben wir teilweise echt Probleme gehabt. So, komm, schlacht weiter. Ein Fährmann. Wir haben es nicht mehr eilig. Wir warten, bis ihr das Boot voll habt. 4 Stunden warten wir dafür. Und am anderen Ufer können wir uns gleich einen Lagerplatz suchen. Super. Alte Option. Ja. Findet Wasser, aber keine Tiere. Oh, und Gerugon sieht nicht gut aus. Ja. Stopp. Gleich stehen bleiben. Reiseoption. Reise unterbrechen. Du guckst dir mal den Gerugon an. Es wird bestimmt Dumpfschädel sein. Talent anwenden, Krankheit heilen, Gerugon. Jo. Dummschädel, Zar sei Dank. Aber es war unser letztes Belmat-Blatt. Das ist gar nicht gut. Talan hat inzwischen auch nichts Neues gefunden. Nee. Also ja, 1, 2 davon sollten wir uns auch kaufen, wenn wir denn bis dahin keine neuen gefunden haben. Aber so oft, wie wir jetzt rasten und die Chance haben, Kräuter zu finden, müsste doch eigentlich zwischendurch mal ein Belmat-Blatt dabei sein. Keine Kräuter. Oh, Moment mal. Da fällt mir gerade was ein. Oh. Was mir gerade nicht eingefallen ist, ist nämlich, dass gar nicht Talana unsere Kräutersammlerin ist, sondern Yallin. Talentwerte. Natur. Pflanzenkunde 11. Pflanzenkunde 3. Wir hatten das ja nur die ganze Zeit über mit Talana gemacht, weil Yallin nicht da war. Das müssen wir also unbedingt gleich noch ändern. Ihr habt eine Stadt erreicht, wollte sie betreten. Och ja, reingucken können wir. Gashok. Ah, da haben wir uns ja 1, 2 Mal ausgerüstet. Und die Tavernen abgeklappert. Gucken wir doch mal kurz. Hier gab es fast nichts an Ausrüstung. Aber fast nichts ist immer noch besser als das, was wir in Lovang bekommen hätten. Kräuterhändlerin könnten wir aufsuchen wegen Belmat-Blättern. Und der Gemischtwarenhändler hier oben könnte noch interessant sein. Die Waffenhändler waren ja nicht existent, beziehungsweise hatten fast gar nichts hier. Aber er hier vielleicht. Wir hätten gerne... Oh, das sieht schon viel besser aus. 1, 2 Wasserschläuche. Wir hätten gerne... ein neues Schlüsselbund.
Wir hätten ebenfalls gerne Decken haben wir schon. Oh, Schlafsäcke, sehr schön. 1, 2 davon. Wir brauchen auch eine neue Harfe. 30 Dukaten, das können wir craften. Werkzeug. Dietriche brauchen wir auch neue. So, und davon nehmen wir gleich 2 mit, weil die können ja auch zerbrechen. 61 Dukaten, aber 61 gut angelegte Dukaten, will ich meinen. Quellen. 30%. Ach ja, es ist wirklich schön, mit der ganzen Gruppe unterwegs zu sein. So, dann verteilen wir das mal ganz kurz. Und ich glaube, es fehlt noch eine Decke oder ein Schlafsack.